So, willkommen zurück in der Zone. Es gibt ein paar Sachen. Ich war jetzt bei Sid, habe mir da eben ein paar Sachen geholt. Paar Wodka, habe mir für die Wodka eben natürlich wie immer meine Rüstungen geholt, habe die Rüstungen verkauft. Habe jetzt ihm ein paar Military PDS gegeben, weil ich ja genug hatte. Ich habe jetzt immer noch, glaube ich, über 200. Ne, nicht mal, nur noch 116. Aber ist okay, das reicht ja. Ach, halt doch die Schnauze. Hab doch beim Adrenalin das Ding gefunden. Hab im Cordon dann zwar noch so einen Puls gefunden, den ich jetzt weg. Sag aber, wegtun kann. Jetzt habe ich Militärration gefressen, naja gut, warum nicht? Und als ich gerade eben gehandelt habe mit den Military PDAs, mit Snitch, hat er mir einmal sogar eine Waffe gegeben. Hier das Teil. XM8 Sharpshooter, die kenne ich noch gar nicht. Die scheint ja sogar ganz gut zu sein. Weil sie schadenmäßig natürlich an so ein paar andere Sachen einfach nicht rankommt. Ist auf jeden Fall genauer als die Steier. Aha. Aber irgendwie ist die komisch. Also ich weiß nicht. Heckler und Koch. Ein experimentelles Gewehr. Ja gut, viel Spaß. Brauche ich nicht. Das kann verkauft werden. Das Gulag würde ich mitnehmen. Die Heckler, die Steyr Armee Universalgewehr nehme ich eben mit. Die ganzen Russis nehmen. Ja doch, halt dir doch mal die Fresse! Was ich mich jetzt noch frage, wo habe ich das letzte Mal das neutrale Exoskelett hergekriegt? Das ich brauche, um den Auftrag weiterzuführen mit Akim. Gut, ich habe den PDA eh noch nicht geholt auf dem LKW. Ja, LKW-Kran. Aber wo ist das neutrale Exoskelett gewesen? Wo habe ich das gefunden? Das weiß ich nicht. Bulldog. Den kann ich nicht abliefern, der ist es nicht. Der geht nicht, das ist doch komisch. Dabei hat er mir den sogar überlassen. Also kann ich diesen Bulldog-Granatwerfer-Quest auch nicht abschließen. Irgendwo habe ich da einen Fehler gemacht. Hab irgendwo irgendwas falsch abgegeben. Egal. Wir gehen also jetzt erstmal ein bisschen verkaufen. Ich habe einen Mika-Artefakt geholt, weil ich eventuell dafür das Duty-Teil kriege, was ich brauche. Ich brauche ja eigentlich eine Duty PS-9 MD. Die Scientific Duty-Rüstung baue ich eigentlich. Das habe ich wegen verpennt. Naja gut, vielleicht schaffe ich das. Ansonsten gehen wir jetzt trotzdem mal zur Siak gleich. Der müsste ja mittlerweile da sein. Im Radargebiet, ne? Was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe nicht nachgeschaut, wo das im Jantage wäre. Lass mal halt gut sein, gehen wir erstmal weiter. Wir können immer nochmal zurück. Das ist ja das Schöne in der Soup, da kann man ja zurück. Im Original geht es, glaube ich, wirklich nicht. Was hast du da für eine Waffe? Oh, nice. Ich habe dir, glaube ich, irgendwas verkauft, ja? Anscheinend. Nice, nice. I need some Equipment. Und zwar bräuchte ich Equipment, ja? Stoneblood for a Droplet, Duty Armor for a Mika Artefakt. Okay, ich hätte gern some decent Duty Armor. Universal Protection, ich glaube, das ist er. PSZ9MD Universal Protection, ja. Das ist er. Das ist er. Gut, den brauche ich. Habe ich jetzt. Dann brauche ich eben den ganz normalen Scud 10. Den habe ich auch. Ich habe mir weggestresst gerade. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das intelligent war, den vom Adrenaline zu kaufen. Ob da vielleicht Siak die bessere Alternative gewesen wäre, weil der billiger gewesen wäre. Weiß ich nicht. Gut, scheiß drauf jetzt. Ich bin jetzt noch nicht leergeräumt, das ist klar. Aber das ist jetzt auch egal, weil wir eh nochmal zurückkommen. Gehen wir los. So, also können wir ja mal bei der Freiheit anhalten. Mal schauen, was die so hat. Wo habe ich denn das habe ich das aus dem Versteck geholt oder was? Das Exoskelett, das Neutrale. Wo hatte ich das denn, verdammte Scheiße, nochmal her? Im letzten Durchlauf, weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Na gut. Ja, XM8 Sharpshooter, okay, schön. Viel Spaß. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hey, if there is dawning, I think you can pull. Was? Aha. Also man kann jetzt vor. Hier ist Dawning. Okay, man kann jetzt also zulaufen. Es gibt anscheinend keine Gefahr mehr, was auch immer der von mir will. Gut, viel Spaß.
So, mal schauen. Die Typen können wir immer noch durchsuchen. Diese liegen immer noch als graue Punkte vom PDA her hier. Können wir sie mal durchsuchen. Ich meine, das bringt es meistens nicht, aber ab und da. Das war's. Der Hand, das Hiding Place. Das ist sowas, warum ich die immer wieder durchsuche. Genau aus solchen bescheuerten Gründen. Ja? Es ist einfach faszinierend, wie das manchmal wieder... Oh, oh. Es ist auch faszinierend, wie blöd ich immer wieder bin, um in irgendwelche Anomalien zu laufen, ne? Da liegt was. Es ist echt anscheinend ein Respawn-Teil gewesen für Artefakte. Könnte sogar was Wertvolles sein. Du hast einen Feuerball, gib her. Ach ja. Na, suchst du immer noch Stress? Okay. Es geht ganz gut, die Viecher eigentlich. Wenn man ein bisschen aufpassen würde, könnte man die echt ganz gut mit dem Messer besiegen. Warum muss ich da keinen Stress machen mit den Mistviechern? Ah ja, ist es der Hiding Place hier? Na, wahrscheinlich nicht, aber wir können mal gucken. Wer hier ist es nicht. Da muss es hier wahrscheinlich sein. Ah, hier. Naja, toll. Ja gut, ich kann aus den Dummies, Fire-Dummies und dann natürlich die noch besseren machen. Oh, ist okay, aber Moonshine-Dummy und so weiter. Pudding, ja, ist in Ordnung. Aber der Brüller war das jetzt nicht. Ich habe mir was Schöneres vorgestellt. Na, na, na. Ja, du lohnst dich ja eh nicht mehr, dass man mit dir säuft. Das ist ja voll für einen Eimer. Kleiner Pisser. Den Soldaten habe ich abgelehnt. Habe ich abgebrochen den Auftrag. Geht ja nicht mehr. Dumm gelaufen. Was hast du denn sonst so? Armor? Decent Weapon. Goldfisch, dafür würdest du mir eine P90 geben. Oder die FN2000. Für 3 Seelen, das ist aber ganz schön teuer. Nee, erstmal nicht. Bla bla bla, ich weiß nicht, was der jetzt wollte, egal. Du hast gerade wieder einiges, ja. Heckler & Koch zum Beispiel als Sniper-Variante, M21 ist auch eine schöne Waffe. Die Bumblebee-Variante der RPG, ich weiß noch nicht, was ich davon jetzt schon habe, ob ich schon eingekauft habe oder nicht, bin ich mir nicht mehr sicher. Benelli M4 Super als LCC irgendwie, keine Ahnung, was das sein soll, die habe ich noch nicht, definitiv nicht. Entschuldigung. Guardian of Freedom, den habe ich glaube ich gratis gekriegt, den habe ich abgegeben. Ja, ansonsten hätte er gerade ein bisschen, ja, High-End-Munition und so, ja, naja, High-End nicht wirklich. Er hat hier einen lustigen, ja, Taurus Raging Bull, ja, ja, der ist witzig. Aber, nee, ich weiß jetzt nicht, was ich davon schon habe und was nicht, ist mir zu risky. Ich könnte dir aber mal die komische Galil hier verkaufen. Und die Pernach, die brauche ich nämlich auch nicht. Hallo? Verkaufen wollte ich die, danke. Nehme ich auch viel zu viel davon. Die TT-33 kam weg. Suppressor für den Desert Eagle, da habe ich mir erst gekauft. Ja, da kriege ich bestimmt wieder Ärger hier, von wegen, ich darf keine Werbung mehr draufschalten, aber ist mir eh egal. Was soll das? Ein Hilfe für den Job. Hier. Ja, kann ich eh nicht machen. Merc Camp geht nicht. Neutral Stalker, das könnte ich machen, aber nee, danke. Tschüss. Lass gut sein.
Das lassen wir gehen. Hat keinen Sinn. Schnauze einfach. Pass auf, wenn ich jetzt hinlaufe, ist eine Herde von Wildschweinen da. Das wär's auch noch. Aber gut, mir ist auch egal. Gehen wir zurück ins Radargebiet. Danke. Kostja, lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wir könnten aber mal gucken. Oh ja. Oh, hier wimmelt's von Artefakten. An das Grabi komme ich, glaube ich, nicht ran. Auf das Grabi hätte ich, glaube ich, sogar auch was gekriegt, ne? Und da liegt eine Seele. Da liegt ein Slime. Steinblume, die hätte ich sowieso haben sollen. Slime. Ja, holla, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen. Dummy, okay, warum nicht? Eine Feder. Moonlight. Okay, wir holen uns die Sachen. Wie komme ich da ran? Ein Dorn ist es nur, das ist mir egal. Hier wäre ein Grabi. Das ist aber hinter dem Verrückten, ne? Komme ich da ran? Ja, es könnte gehen. Weil da komme ich ja nicht ran. Okay, das können wir auf dem Rückweg machen. Holen wir uns jetzt erstmal die Seele. Aber meine W-Taste ist es zum Kosten. Ich muss echt reparieren, ey. Ich muss das ja nicht mal machen. Aber ich bin halt ein fauler Stinker und dementsprechend. Da ist er. Gib her. Meine Seelen habe ich ja dann sogar genug, aber. Man kann sie sicher mitnehmen, die Sachen, die da rumliegen. Da liegt noch was. Nee, das liegt so gar nicht. Das marschiert irgendwie. Bewegt sich anscheinend. Ach! Hä? Habe ich die Waffe nicht dabei? Leck mich. Klar. Heslon. Ach, du hast nur eine Klaue. Du bist eine doofe Sau. Nimm mal so. Ich glaube, das war nur ein Slime hier. Sorry. Oh. Was ist denn da los? Ach, da war die Steinblume. Da müssen wir hin. Hallo. Da ist noch ein Quirk. Nochmal Wodka für den Sid. Warum nicht? Also vom Sid so rum. Warum denn nicht? Na, hier ist nichts. Aber irgendwo hier war noch was. Es war alles relativ am Rand. Ja, hier ist noch was. Da ist ein Slime. Ne, es war ein Moonlight. Okay. Sogar ein relativ wertvolles. Gib her. Nee, das war nur ein Sparkler, aber ich glaube, irgendwo war ein Moonlight, oder? Ach, ist ja auch wurscht. Wir nehmen es alles mit, ist für lau. Ist gerade voll die Respawn-Zeit hier. Ach, da hinten war ein Dummy, ja. Okay, hier strahlt es allerdings auch ein bisschen. Aber witzigerweise kriege ich gerade gar nichts ab. Also ich scheine guten Abbau zu haben. So, zurück. Das ist am Turm. Ja, eben die Feder am Turm. Ich bin ja blöd. Ach, was ist denn? Seid ihr schon wieder da? Also, wie gesagt, eine A-Life Respawn funktioniert einwandfrei. Sehen wir. Ganz klar. Also der A-Life Respawn funktioniert diesmal echt gut. Das muss man feststellen. Auch wenn es ein bisschen nervig ist wegen der Zombies. Ja. Schon recht. Oh, das andere ist
was anderes. Wie kann denn nicht am helllichten Tag? Ein Bürger unterwegs sein. Wo gibt's denn sowas? Arschkrampe. Das ist ein Moonlight. Das andere war nämlich nur ein Sparkler. Ja, ja. Ja, doch. So, die Feder müsste das sein, die oben ist einfach, ne? Im Turm, da ist ja immer eine Feder, klar. Die habe ich ja voll verpennt. Die habe ich aber noch gar nicht geholt. Oder ist sie noch nicht gespawnt gewesen? Naja. Na komm jetzt. Ja, hier ist die, genau. Ja, und da sind auch Anti-Radiation und so, genau. Das ist das Zeug, was man hier oben alles findet. Okay. Wenn ja, hier oben soll man auch den Ding installieren dann. Das habe ich auch noch nicht, diese Aufträge mit ihren Teleportern. Wann kommt denn der Scheiß eigentlich? Ich glaube, das ist sowieso der erste, den man machen soll. Bin gar nicht so ganz sicher. So. Haben wir noch was? Ja, da ist noch was. Slime. Billo-Artefakt, ein relatives, aber okay. Für Lau nehmen wir es mit. Habe ich sogar schon das Gravio, um mir die P90 zu holen. Ich finde die lustig. Die hat so schöne Erinnerungen für mich an und da wäre noch ein Gravi, an CS. Also nicht Clear Sky, sondern Counter-Strike. Ich habe die so gern gespielt, immer die P90, weil diese einfach durch die Munition so durchgerotzt hat. Das war so einmal frei für so Idioten wie mich, die sowieso zu blöd zum Zielen sind. Die haben einfach mal grob in die Richtung gehalten und haben einfach abgedrückt und drüber gezogen. Die haben schon irgendwas getroffen. Ich fand die geil. War aber relativ teuer, das Scheißding. Ich musste immer ein paar Mal sterben, bevor ich mir die leisten konnte. Ich sehe es schon. Habe ich es jetzt, das Gravi? Nee, ist weggehüpft. Gib mir das jetzt. So. Ich glaube, ich habe die Seelen alle weggelassen, ne? Ich habe gar keine dabei. Nee, ich habe jetzt nur eine dabei. Aber Gravi hätte ich sogar zwei. Ja, ja. Ja, ja. Was hat er für Dinger gehabt? Für was hat er mir was gegeben? Also für ein Gravi ist klar. Und was wollt er mehr haben? Wovon? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe übrigens so eine Chimera-Tiers, genau. Macht psychisch. Und natürlich besseren Strahlungsabbau. Allerdings, dann macht sie Vitalität minus, genau. Im Moment natürlich nicht, ist klar. Ich bin God-Mode, aber... Und Blutung erhöht sie auch. Ja, wir müssen uns nachher mal ein schönes Layout überlegen von Artefakten. Wenn wir Richtung Tschernobyl gehen. Das Problem ist, wir sollten gar nicht zu viele Artefakte mitnehmen. All dieweil ich ja wieder ein paar Cobblestones kriege beim ersten AKW-Besuch. So. Flaschen hole ich jetzt noch nicht. Ekel Sinn. So, treffe ich die nächste Area hier. So. Irgendwas hat es ja noch für meinen Auftrag. Ich glaube, dann hat er das auch erst gegeben, den SK-10. Das war nämlich gar nicht so einfach zu nehmen. Oder hat er den einfach verkauft? Ne, für den Code von der Tür wollte er irgendwas haben, oder? Ich
Ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Ach komm, haltet doch alle die Schnauze hier, Ratti. Ui! Ist der Brunnen neu, oder? Nee, ach nee, das war ja diesmal gleich ein Brunnen. Wow. Hey, wieso sind hier neue Monolithen da? Alter, die Fresse, Mann. Hä? Wieso sind jetzt hier neue Monolithen da? Mein Gott, okay. Also anscheinend auch noch ein Respawn, der funktioniert. Ja, klar, warum nicht? Okay, jetzt könnte es lustig werden. Den anderen, der liegt zwar voll in der Elektro, aber den werde ich mir auch nochmal schnell anschauen. Schnauze! War das die einzigen oder sind da noch mehr? Werde ich gleich merken. Ich meine, so viel wie sonst werden es nicht sein, aber das sind anscheinend auch neue da. Aha. Ganz neue Sitten hier. Ich glaube, nach Janta kommt sogar schon der Schatz hier, ne? Der mir damals leichte Probleme bereitet hat, bis ich das geschnallt habe. Der war dann aber im Kindergarten, im Gegensatz zu den anderen Schätzen teilweise, weil die anderen waren ja schon eher eine Herausforderung, wo man dann richtig aufs Maul gekriegt hat. Und das war aber hier ja gar nicht so der Fall. Also die waren ja relativ harmlose Gegner. Und du warst oben am Stein, du warst so gut geschützt. Und ich war müde, Alter. Ja, ja. Oh, das sind schon wieder neue. Das hatten wir aber das letzte Mal schon, dass ich da nicht einfach schießen sollte nach Möglichkeit. Hier gibt es auch ein paar Artefakte. Ein Dorn, ja gut, egal. Ein Colorbock, ja warum nicht. Goldfisch, nicht schlecht. Eine Spring, ein Dummy, eine Batterie. Warum eigentlich nicht, hole ich mir dann. Und da war noch irgendwas, wer war denn das? Wer war Ghost. Ich glaube, Lila hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich wahrscheinlich Ghost angeschossen habe. Und die Anomalien sind immer diesmal ein bisschen nervig. Der zum Beispiel ist ein Freund jetzt. Aber was ist denn hier los, Mann? Wer bist denn du? Mitro Gromilla. Ah ja. Steh mal bei der Leiche rum. Das ist ja nervig mit den Anomalien hier gerade, ey. Was geht denn? Wo sind jetzt überall Anomalien? Was ist das für ein Rotz? Was für eine nervige Dreckscheiße. Er ist da. Gut. So, und da hinten war irgendwo das letzte Mal auch das Zeug und es war diesmal noch nicht da. Mal gucken, was da los ist. Also dein Radio passt aber nicht zu deinem Russenarsch, den du dir anguckst, ne? Ey, ist Jagd, bleib mal da, Blödmann. Hi. Und du reparierst ja Rüstung und was? No tools, you do it to get me, but I've not been able to get him. He needs a rare artifact of hound for him. Ach genau, the journey. Ich soll es ihm bringen und dann kriege ich das Werkzeug. Und das Werkzeug bringe ich Jagd, genau. A flash artifact in the soul. Klar, warum nicht? I need some equipment. What are you looking? Decent body armor. 3 Urchin, und dafür hat er mir die Military Scout 10 gegeben. Gut, okay, dann habe ich doch das besser gemacht, weil die Urchins brauche ich, danke. Was hat er noch? Ghost Charges für Fireball. Sniper für Meat Chunk. Ja.
Miskat 10 haben wir ja gerade gesagt. Fürs Re-Urchin Artefakts. Du musst zuhören, Mann. Sniper? Oh, it's two Alpha Snipers. Okay. Armor Piercing, Accurate Sniper Cartridges. Ja. 7N1 oder aber 7N14, das ist dann die Panzerbrechen, die Standard ist ja Bullshit. Im Moment nicht, danke. Aber du hast sonst auch was? Nee, nicht wirklich. Du bist ein Trader. Du hast unendlich Geld. Ich kann dir die Sachen verkaufen. Immerhin was. Viel Spaß damit. Ja. Also deine Militaris K10, die brauche ich nicht, das hat sich erledigt. Ansonsten hat er ein paar nette Sachen, klar, aber naja. Naja. Jetzt können wir trotzdem nochmal scherzeshalber schauen. Ist es vielleicht jetzt erst da? Oh, schön. Und zwar war das doch da oben irgendwo. Wie war das? Das ist was für meine andere nächste Waffe. Verliere das bloß nicht. Ja, ja. War das Toni, der mir das gesagt hatte? Ich glaube. Aber ich möchte es gerade nicht beschwören. Oh! Ja. Das war wieder der Kuni live, ne? Der Balle. Das Upgrade-Tool oder so. Ja, wenn dann natürlich die W-Taste auch nicht richtig funktioniert, dann haben wir echt ein Problem, ne? Nicht da diesmal. Kommt es erst später oder ist es irgendwie Zufall oder war das hier hinten irgendwo oder bin ich doof oder keine Ahnung. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Da oben war jetzt auch nichts. Hier ist ja schön. Eigentlich ist sie ja klar zu sehen, wenn man mal die Glotzen aufmachen würde. Nee, du, ich finde jetzt hier nichts. Oder war das diesmal hier drin? Nö. Na gut. Das heißt, ich darf jetzt zurück zu Sid. Geht's denn da lang überhaupt? Geht's denn da lang? Ich würde gern wissen, wo es da lang geht. Alter. Ich will wissen, wo es da lang geht. Nicht, dass ich am Markt worden bin, das weiß ich. In den Janta. Ach ja, das könnte man machen. Zwecks, ich habe ja noch den auch noch einen Auftrag abzugeben, glaube ich. Okay. Den ich mittlerweile abgeben könnte, müsste eine Medusa sein, was die wollen. Das war was ziemlich Einfaches. Oder eine Steinblume. Ich war auf jeden Fall der Meinung, ich habe das ja und habe gar nichts gehabt. Bin da gegangen. Jetzt habe ich ja genug Zeug geholt. Okay. Ich würde trotzdem sagen, ich lasse es hier gut sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung. Also hat sich gelohnt, die Sachen bei Adrenaline zu holen. Definitiv. Wo komme ich denn hier an? Ach ja. Hat sich gelohnt, die Sachen bei Adrenaline zu holen. Oh, da ist was Rotes. Scheint drin zu sein, oder? In der Fabrik.
Boah, wie kann man sich denn so erschrecken vor so einem scheiß Pseudoriesen, ey? Ja, super. Und jetzt bin ich... hab nur auf den geachtet und nicht auf die blöde Anomalie. Ganz toll. Großes Kino. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Wenn ich dann bei... wieder nochmal zu Sid muss, leider. Und... ja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Da drin... nein! Ach Mensch, leck mich doch am Arsch! Da drin sind dann auch noch neue Artefakte. Okay, ich soll in Deckung gehen. Das mache ich bei den Wissenschaftlern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Die Artefakte hole ich später.